Ich liebe ja Fladenbrot, aber immer nur kaufen ist langweilig. Deswegen habe ich mir mal überlegt, backst du doch einfach mal selber Fladenbrot. Gesagt, getan und wie ich das gemacht habe, darum geht's in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten für ein leckeres Fladenbrot bestehen aus 500 Gramm Weizenmehl Typ 405, ein Würfel Hefe oder ein Päckchen Trockenhefe, ein Teelöffel Zucker, 50 Gramm weiche Butter, ein Ei, 2 Teelöffel Salz, 250 Milliliter lauwarmes Wasser, 2 Esslöffel Milch, eine Prise Salz, ein Teelöffel geschrotteter Leinsamen und ein Teelöffel Kümmel. Wenn das Ganze zu schnell ging, unter diesem Video kann alles nachgelesen werden. Und los geht's. Die Trockenhefe in lauwarmes Wasser, ein Löffel Teezucker dazu und Teezucker. Nee, Teezucker war es nicht, sondern ein Teelöffel Zucker. Alles verrühren, dann ins Mehl geben, die weiche Butter, das Ei, Salz dazu und alles mit dem Knethaken des Handrührgeräts verkneten. Mindestens 5 Minuten, damit es ein schöner weicher Teig wird. Zum Schluss nochmal alles mit den Händen kneten. Eine Kugel formen, die kommt in eine Schüssel, Deckel drauf und dann kann der Teig erstmal 40 Minuten gehen. In der Zwischenzeit kann schon mal Leinsamen und Kümmel vorbereitet werden. Den Rand einer 26er Springform etwas einmehlen, den habe ich einfach nur als Rahmen gebraucht, damit ich weiß, wie groß meine Fladenbrote werden. Ich hatte Teig für 2 Fladenbrote gemacht. Die wollte ich natürlich in 2 gleich große Teile teilen. Erstmal einen großen Fladen gemacht, den halbiert und so hatte ich 2 gleich große Teile. Dann habe ich 2 Fladenbrote geformt, zugedeckt und noch einmal 10 Minuten gehen lassen. Dann mit Milch bestreichen, ein Schachmuster einritzen, Leinsamen und Kümmel obendrauf und auch nochmal eine Prise Salz. Dann 20 Minuten bei Umluft 180 Grad im Ofen backen. Und so sehen sie dann fertig gebacken aus. Jetzt noch abkühlen lassen und dann können sie verwendet werden. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Nachbacken und lasst es euch schmecken. Wenn ihr noch mehr Selbstgebackenes sehen möchtet, dann schaut doch mal hier oben in meiner Playlist. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.